Mittagspause im Beleuchtungsdepartment. Guckt sie euch an. Sie sind musikalisch. Sie sind jung. Sie sind dynamisch. Spielt, Jungs, spielt! Und die anderen machen in unserem Hyper-Fitness-Room in der Mittagspause Folgendes. Oh Gott. Nicht so ruckartig, muss langsam und nicht ablegen. Ich bin hier der Trainer eigentlich in diesem Fitnesscenter. Also die Geschichte ist eigentlich, wir haben es erst vor kurzem entdeckt, ja, während dem Dreh. Danach waren wir die Rentner-Dogs. Und jetzt, seitdem habe ich es nicht mehr gemacht. Ich schon. Und jetzt bin ich total schwach. Du musst langsam. So. Eins. Und dann nicht ablegen. Zwei. Und drei. Und vier. Geil, war. Ich könnte weiter, aber ich kann noch viel mehr, aber wir haben keine Zeit. Es ist nicht viel los. Da ist einer. Alex, was machst du? Ich mache meine Setup-Aufnahme und mache jetzt gerade hier die erste Aufnahme, weil alle hier nicht da sind. Wir sind am Ende des Jahres, alles sind fix und fertig, ja, und Alex hält die Fahne hoch. Das sind unsere Komparsen. Also eigentlich ist der Tisch, normalerweise ist der Tisch total voll. Aber heute ist ja so ein komischer Tag. Die spielen unsere Schwestern, unsere Ärzte, unsere Patienten. Und ohne die wäre tatsächlich tote Hose auf der ganzen Station. Man müsste mal einen Film nur über Komparsen machen, wie die das machen. Das ist total abgefahren. Weil da sind Leute, die, ne, das müsst ihr auch machen, die laufen dann so, und dann stehen sie irgendwo vor so einer Wand. Und dann gehen sie wieder los. Das hat echt einen ganz eigenen Zauber. Ah, ich sag euch, das ist auch inbegriffen hier. Das ist der Hammer.